Nach mehr als 15 Jahren Existenz von Bitcoin wird leider noch immer die Frage gestellt, ja, sollte ich die ein oder andere Kryptowährung kaufen, die ein oder andere Coin? Und was viele nicht wissen oder die meisten nicht wissen, ist, dass sehr viele der stärksten Bitcoin-Befürworter, Bitcoin-Maximalisten, wie sie nennen, ja, eigentlich durch diesen Prozess durchgegangen sind, die Erfahrung gemacht haben eben mit diesen sogenannten Altcoins, also sogenannten alternativen Coins oder wie ich sie nenne, Shitcoins, also die abgeleiteten Derivate quasi von Bitcoin, ja. Die Frage eigentlich stellt sich für mich überhaupt, darf man überhaupt Bitcoin mit sogenannten Kryptowährungen überhaupt vergleichen? Ist das oder ist es komplett was anderes? Und mittlerweile hat sich das jetzt, genau, das Verständnis dafür verwurzelt. Bitcoin ist Bitcoin, alles andere ist alles anderes anders. Alles andere ist Shitcoins, ja. Und nein, das ist nicht nur Tausende, sondern sogar, ich glaube, bis zu 10.000, 15.000, 20.000 neue sogenannte Shitcoins, Altcoins oder Kryptowährungen entstanden sind, auf den diversen, ja, also auf den diversen sogenannten digitalen Währungsbörsen. Das wissen die wenigsten auch, ja. Und dass 99,9% alles ein Betrug, Täuschung, ja, einfach ein Scam sozusagen ist, das muss man mal zunächst mal entweder am eigenen Leib mal zunächst mal verstehen und auch die Verluste dann auch, die man dann auch hat. Ich bin selber durch dieses ganze Shitcoin-Mechanismus, weil ich damals eben nicht verstanden habe, was die Eigenschaften sind, monetäre, technologische Eigenschaften. Ich habe überhaupt nicht von nichts eben verstanden und darum geht es auch. Und es soll auch eine Hilfestellung sein, auch besonders für alle Anfänger oder Bitcoin-Anfänger oder Menschen, die jetzt neu in diesem Bitcoin-Space drin sind, diese ganzen Betrügereien, Shitcoins, Altcoins zu vermeiden. Mag sein, ja, dass 0,1% irgendwie mit einer Intention dahinter ist, irgendwas wirklich was Tolles da, aber es ist alles zentralisiert und wie gesagt, wir werden in diesem Video, also das ich auf Deutsch ja, fast hundertprozentig jetzt auf Deutsch synchronisiere von BTC Sessions, auf all diese Fragen, auf diese Hintergründe genauestens eingehen. Aber es soll wirklich eine Erleuchtung, ein Verständnis dafür bringen, warum Sie diese ganzen Altcoins oder sogenannten Kryptowährungen ja, absolut vermeiden sollten wie die Pest. Mein Name ist Kevan Davani und ich bin der Host der Davani Connection Show oder der Kevan Davani Connection Show. Und ja, ich freue mich schon, dieses Video von BTC Sessions, Bitcoin versus Altcoins, why does Bitcoin still dominate, also warum Bitcoin noch immer überhaupt das dominante Geld ist, genauer zu betrachten, zu beleuchten und zu besprechen. Also das werde ich jetzt synchronisieren und freue mich schon darauf. Warum dominiert Bitcoin das Kryptowährungsökosystem als Ganzes? Man könnte meinen, dass man Bitcoin bei so vielen alternativen Währungen und Altcoins, eigentlich Shitcoins, weit genug verbessern würde, um diesen Spitzenplatz einzunehmen, aber das ist nicht geschehen. Warum ist es so? Eine Währung, die vor mehr als 12, 15 Jahren eigentlich geschaffen wurde, ist die ganze Zeit an der Spitze geblieben, obwohl sie langsamer ist, obwohl sie teurer ist als viele der sogenannten Alternativen. Nun, heute werden wir diese Fragen beantworten. So, tauchen wir jetzt in die Show ein, in diese Episode. Bitcoin gibt es schon eine ziemlich lange, sehr lange Zeit, eigentlich schon seit 2009, und es blieb immer an der Spitze im gesamten sogenannten Kryptowährungssektor. Alles andere konnte nicht aufholen oder übertreffen. Bitcoin, warum ist das so? Viele Leute, Kritiker von Bitcoin, werden sagen, es sei zu langsam, zu teuer und die Technologie sei alt und wir müssen schnell handeln und Dinge kaputt machen und all diese anderen Münzen verbessern sich und warum also nicht? Und Gewinne mit Bitcoin zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos war 70% des gesamten Kryptowährungsmarktes aus, und das ist allein beeindruckend, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass jeden Tag neue Kryptowährungen hinzukommen. Allein hier auf CoinMarket.com sind es weit über 4.000, ich glaube, es waren eigentlich über 10.000, 15.000. Davon entfallen immer noch 70% auf Bitcoin.
Und es ist im Laufe der Zeit gewachsen. Entschuldigung, mein chronisches Husten. Kryptowährungssphäre ist nicht nur geschrumpft, das ist verrückt, dass Bitcoin weiterhin eine, so eine Dominanz hat. Also, um das zu verstehen, warum Bitcoin so entschieden seine dominierende Stellung behält, müssen wir zurückgehen und einen Blick auf die Zeit werfen, als Bitcoin zum ersten Mal auf den Markt kam, also zum ersten Mal verfügbar war und in den Anfängen von Bitcoin schuf, etwas erschuf, was damals in der Welt geschah, welche Probleme es tatsächlich gab. Gut angesprochen wurde Bitcoin tatsächlich am 3. Januar 2009 geschaffen, gegründet und den Menschen zugänglich gemacht. Eigentlich sollte ich klarstellen, dass das White Paper im Oktober 2008 geschrieben und veröffentlicht wurde und dann das Netzwerk selbst am 3. Januar 2009 gestartet wurde. Und das war inmitten in der großen Rezession oder der Finanzkrise, also was zu dieser Zeit passierte. Nun, ohne sehr darauf einzugehen, ist es im Grunde genommen darauf hinaus, dass Menschen wie Sie und ich ihr Geld anlegten und es an vertrauenswürdige Drittbankiers weitergeben und vertrauten darauf, dass sie das Richtige tun und investieren und gute Entscheidungen mit ihrem Geld treffen, was nicht passiert ist. Viele Menschen, die Investitionen verloren haben, haben ihr Geld verloren. Und es war zu spüren, dass auf der ganzen Welt viele Menschen ihre Arbeit verloren haben. War im Grunde genommen verrückt. Banken gingen super verantwortungslos mit dem Geld der Leute um und trafen schlechte Entscheidungen. Viele Leute wurden jetzt dadurch, ja, im Prinzip verletzt und geschädigt. Wenn Sie ein bisschen mehr Einblick in das haben möchten, was genau passiert, kann ich Ihnen wärmstens empfehlen, einen großen Kurzfilm anzuschauen. Dieser Film ist sehr informativ. Also The Big Short heißt der Film eigentlich, was tatsächlich mit der Subprime-Hypothekenkrise und den Folgen davon passiert ist. Und es folgt irgendwie eine Reihe von Menschen, die Weitsicht hat, sie kommen zu sehen, daraus Kapital zu schlagen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, nicht mehr anzusehen, aber die Folgen dessen, was passiert ist, als die Finanzkrise zu einer Bewegung namens Occupy Wall Street, waren die Menschen zu Recht verärgert darüber, dass sie Geld investiert hatten, um es für den Ruhestand zu sparen und dass die Banker dann so verantwortungslos gehandelt hatten, dass sie die Menschen praktisch ausgelöscht ja, haben. Aber sie waren auch sehr verärgert. Ich bin wütend auf die Antwort der Regierungen, was man dagegen tun soll. Und ich spreche von den Rettungsaktionen, damit die Banken das Geld der Menschen leihen, investieren können. Dafür erheben sie Gebühren, aber sie treffen eine Menge unverantwortlicher Entscheidungen, um noch mehr sozusagen Geld ja, zu machen, sie verloren das Geld. Aber dies hatte keine Konsequenzen für die Banken. Selbst die Zentralbanken und die Regierungen beschlossen, mehr Geld zu drucken und es den Banken wieder zuzuführen, weil sie zu groß galten, um zu scheitern. Die Banken dazu so in der Lage waren, so kaufen Sie Ihre eigenen Aktien zurück, kaufen Sie andere Aktien, pumpen Sie Ihr eigenes Vermögen auf, werden Sie noch, werden dann, werden Sie noch reicher, reicher, wohlhabender und das haben Sie ein größeres Stück vom Kuchen als zuvor. So, während jetzt die Mainstream zerstört wurde, wurden die Banken gerettet und es ging uns danach. Ja, und diese Schlagzeile hier, gut, besonderer Kanzler am Rande des Second Bailouts, der für die Banken interessanterweise im ersten Blockspeicher des Bitcoin-Ledgers kodiert war, die jede Transaktion aufzeichnet, die damals stattgefunden hat und der fest kodiert ist. Das war die Schlagzeile dort. Das ist jetzt unumkehrbar und wird für immer im Bitcoin-Hauptbuch verbleiben, sodass Sie ein paar Hinweise auf die Gründe und Beweggründe und Hintergründe der Schaffung von Bitcoin erhalten können. Lassen Sie uns nur ein wenig jetzt darüber sprechen, was zu einem System geführt hat, in dem dies möglich war, überhaupt passiert, was passiert ist. Und ich spreche von der Finanzkrise und den Menschen, die sich auf andere verlassen haben. Wenn man darüber nachdenkt, warum investieren die Leute, warum sparen die Leute nicht einfach ihr Geld, warum gehen sie nicht zur Arbeit, holen sie sich ihr Geld, holen sie sich ihre Dollars oder was auch immer, ihre Landeswährung und sparen sie es einfach. Sie schieben es unter eine Matratze und legen es einfach in Safe. Ja, was können Sie gut machen? Die meisten von Ihnen wissen, dass wir das nicht tun können, weil unser Geld mit der Zeit immer weniger wert wird, weil mehr gedruckt wird, ne? Auch digital und die Dinge teurer werden, was als Inflation bezeichnet wird. Daher wird unser Wert aus den Früchten unserer Arbeit und den Stunden, die Sie in das Sparen dieses Geldes investieren, mit der Zeit verringert, wenn Sie das Geld nicht woanders anlegen. Also, weil Sie gezwungen sind, effektiv
zu spielen oder Geld an Investoren oder Berater zu übergeben, um ihr Geld irgendwo anzulegen, wo es eine Rendite abwirft und sie können die Inflation übertreffen und Geld haben, wenn sie sich entschieden haben, in den Ruhestand zu gehen, damit das Geld das Zwangsverhalten antreibt. Einzelpersonen, die auf Unternehmen und andere Dinge spekulieren. Das funktioniert natürlich nicht immer und wie in der Finanzkrise hatten einige Menschen, oder viele, ihr ganzes Leben für den Ruhestand gespart und als sie bereit waren, in den Ruhestand zu gehen, wurden sie praktisch ausgelöscht. Sehr super traurig. Das ist einer davon, mein Lieblingszitate von einem großartigen Bitcoiner und Broadcaster namens Marty Bent, also sein Pseudonym. Er moderiert Geschichten aus der Krypto und sein Zitat lautet: Repariere das Geld, repariere die Welt. Es ist wirklich so einfach und zwar, weil du darüber nachdenkst, ob du einfach dein Geld sparen könntest, so würde es seinen Wert behalten oder mit der Zeit vielleicht sogar ein wenig wachsen. Dann könnten sie vielleicht auch das tun, worin sie gut sind. Sie könnten ihren Job machen, sie können ihr Geld sparen und irgendwann würde das Geld entweder seinen Wert behalten oder an Wert gewinnen und sie könnten es einfach ja, tun. Gehen sie einfach in Rente und leben sie von dem Geld, das sie angespart haben. Im Moment haben wir das nicht getan. Verzeihung, wir hatten ein solides Geld, bevor wir ein Geld hatten, das sich nicht aufblähte. Wir hatten ein Geld, das seinen Wert über die Zeit hinweg behielt und wir hatten Gold als Go ein Goldstandard, aber Gold wies einige Defizite auf, einige inhärente Eigenschaften, die dazu führten, dass es nicht ideal war und letztendlich dazu führte, dass es als globale Reservewährung scheiterte und vieles davon mit seiner physischen Natur zu tun hat. Ja, Gold war tatsächlich nur begrenzt im Angebot. Es war also viel einfacher, den Wert zu behalten. Aber weil es physisch war und etwas schwieriger zu teilen war, war es immer weniger teilbar. Man konnte nicht wirklich einfach mit Gold bezahlen. Vor allem, ja, da es im Verhältnis zu Dollar oder Produkten einen Wert gewann, diese Dinge hätten sie vielleicht mit sehr kleinen Goldstücken abgewickelt. Und wenn sie viel Gold hätten, wäre es schwieriger zu lagern und zu sichern, was zu einer Zentralisierung geführt hätte, so dass die Leute ihre Bitcoins bei Banken hinterlegt hätten. Die Banken hätten Banknoten ausgeben, stellten das Geld in Tresoren dar und die Leute tauschten das stattdessen die Banknoten. Ich meine, Entschuldigung, das Gold, also sozusagen zu hinterlegen. Man besaß einen Bruchteil eines Grams, so einen Bruchteil einer Unze und tauschte diese Papiere untereinander aus. Viel bequemer natürlich, viel teilbarer. Aber das führte zu ein paar verschiedenen Dingen. Eine einfache Beschlagnahmung. Hier ist die Executive Order 6102, geschah im Jahr 1933 und die Vereinigten Staaten verbot den Besitz von Gold, beschlagnahmten alles von allen und werteten das Gold. Natürlich war das auch umgehbar, das Gold ein paar, also ja. Also es war dann, wurde dann zu $20 pro Unze ausgehändigt, eine Einzelperson für ihr Geld. Sie haben dann alles beschlagnahmt, was sich in einem Tresor befand, dann war es bereits erledigt. Und wenn sie bei sich zu Hause hatten, konnten sie Durchsuchungen durchführen. Sie konnten sie durchsuchen, wenn sie erwischt wurden, sehen sie sich die Strafen an, $10.000 Geldstrafe oder 10 Jahre Gefängnis oder beides, wenn sie gegen diese Anordnung verstoßen, sodass die meisten Leute ihr Gold übergeben haben. Oder es einfach in diesen Tresoren beschlagnahmt wurden, wenn es zu diesem Zeitpunkt bereits in zentralen Händen war, bekamen sie etwa $20 pro Stück Gold pro Unze, sodass sie ein Jahr später besaßen, als das Finanzministerium der Federal Reserve erklärt, dass Gold jetzt 35 pro Unze wert ist. Also, wenn man darüber nachdenkt, was sie tatsächlich getan haben, dass sie die Dollars abgewertet haben, dass sie den Menschen ein Jahr im Austausch für ihr Geld gegeben hatten, sie ließen ihr Geld schnell an Wert verlieren. Bis 1971 die Welt einen Goldstandard hatte, der US-Dollar faktisch durch Gold gedeckt war und der US-Dollar die Weltreservewährung war und viele Länder Gold bei den USA hielten, während die USA kämpften. Während des Krieges in Vietnam wurde klar, dass da etwas Faules vor sich ging, denn sie sollten nicht genug Geld haben, um diesen Krieg weiter zu finanzieren und den Leuten wurde klar, dass sie tatsächlich mehr Dollars schufen als das Gold, das sie in ihrem Besitz hatten. Die Tresore wurden effektiv gesperrt. Und so begannen die Länder, ihr Gold zu repatriieren, um also zurückzuholen, um die US-Dollar ja, gegen Gold einzu. Also die Reaktion war darauf, dass die USA ihr Versprechen tatsächlich brach und sich weigerte, das Gold zurückzugeben. Stattdessen setzten sie die Konvertierbarkeit der Dollar vorübergehend aus. Nun, diese vorübergehende Maßnahme, Nixons Schock, ne, wurde nie rückgängig gemacht und wir haben einen Fiat-Geldstandard, was bedeutet, dass es durch nichts gedeckt ist.
Per Dekret erklärt die Regierung, dass dies die Währung ist, die wir verwenden. Und damit hatten sie eine, ja, es gab nur wenige Dinge, die die Verbreitung des gesunden Geldes verhinderten. Und viele davon hatten mit der Physikalität oder der Physikalität ist eigentlich Vermögenswert selbst zu tun. Es ist schwierig zu lagern, zu sichern, zu verifizieren, schwer aufzuteilen, was zu Zentralisierung Menschen führte. Wenn man es hielt, konnte man es nicht prüfen, ne, oder verifizieren, authentifizieren. Und als man anfing, es gut zu prüfen, war es zu spät und dann war es bereits entwertet und aufgebläht. Und das bringt mich zu den Fragen, die mit Bitcoin angegangen werden müssen, um es zu verbessern. Gold und schafft tatsächlich erfolgreich ein gesundes Geld für die Welt. Die Frage ist hier also, ob es sich um ein souveränes, gesundes Geld handelt, also um ein solides, endliches Geld, das außerhalb der Kontrolle eines einzelnen Staates liegt. Gibt es also ein begrenztes Angebot? Schauen Sie sich Bitcoin an. Bitcoin wird immer nur 21 Millionen Einheiten haben. Jetzt ist es jede dieser Einheiten teilbar, also 100 Millionen Satoshi, so wie man Dollar und Cent, Dollar und Pennies hat. Bitcoin hat Dollar oder Euro und Cent, ja, Bitcoin und Sats. Der Unterschied besteht darin, dass es viele Sats oder Satoshis in einem Bitcoin gibt, 100 Millionen Satoshis oder Sats, aber es gibt immer noch einen begrenzten, absolut limitiertes Maximum, das jeweils 21 Millionen Bitcoin haben wird. Bis zum Jahr 2140, ja, wird der letzte Bitcoin gemeint. Es muss genauso knapp oder fast nicht so knapp sein, denn Ethereum hat eigentlich keine Obergrenze. Es gibt eigentlich keine Begrenzung. Also auf dem Markt ging man zunächst davon aus, dass immer wieder nur etwa 100 Millionen Ethereum geschaffen wurden, während es 114 Millionen Umlauf sind. Richtig, jetzt haben wir also keine Ahnung, wie hoch das jetzt sein wird. Also gibt es wirklich keine Versprechungen, wenn es um etwas wie XRP geht. Also es ist eine etwas andere Geschichte, aber von Anfang an wurden Milliarden und 100 Milliarden Einheiten geschaffen, aber sie wurden alle gehalten von einem Unternehmen. Sie wurden nach und nach auf dem Markt verkauft. Derzeit sind nur 45 Millionen oder 50 Milliarden davon auf dem Markt. Die anderen 55 Milliarden werden immer noch von Ripple Labs gehalten und sie haben keine Ahnung, wie schnell diese ausgegeben oder auf den Markt gebracht werden. Es ist also eine Art gemischte Sache. Einige haben begrenzte Vorräte wie sogenannte Litecoin, aber man weiß hier nie, also weil es zentralisiert ist. Also es ist die wichtigste Frage, gibt es eine Obergrenze für den Bitcoin-Vorrat? Wir wissen ja, aber was ist mit diesen anderen Fragen hier? Ist es zensurresistent? Können Sie es überprüfen, ob sich die Regeln verändern werden? Was ich ja also als zensurresistent meine, ist, dass jemand Sie daran hindern kann, Bitcoin zu empfangen oder zu senden, so wie Sie es mit Gold konnten. Könnten Sie es überprüfen, wenn im Hintergrund eine Inflation stattgefunden hat? Können Sie es leicht erkennen, ob das passiert ist? Oder wäre es wie bei Gold, wo es irgendwie verschleiert ist und Sie es nicht sagen können? Und werden Sie sich die Regeln ändern? Wie wenn Sie Ihr Gold übergeben haben und jemand Ihnen 20 Dollar gegeben hat, wird jemand ein Jahr später sagen, tatsächlich ist die Menge an Gold, die Sie mir gegeben haben, heutzutage etwa die Hälfte wert. Wenn Sie mir 20 geben würden, würden Sie nur eine halbe Unze bekommen. Wird jemand in der Lage sein, die zugrunde liegenden Regeln des Systems so zu ändern, wie Sie sie verstehen? Um diese Dinge zu sagen, also verstehen, müssen wir etwa tiefer in eine zweite Fragestellung eintauchen. Ist es dezentral? Denken Sie daran, das Hauptproblem des Goldstandards besteht darin, dass er von Natur aus inhärent zentral in die Hände vertrauenswürdiger Dritter fällt. Schauen wir also mal, gibt es bei der Dezentralisierung rund um Bitcoin einen Gründer oder eine Stiftung? Kann oder muss die Regeln regelmäßig geändert werden? Schauen wir uns mal an. Schauen wir uns das Ganze mal an. Die erste Frage, also gibt es einen Gründer oder eine Stiftung? Springen wir hier mal hinein. Also Bitcoin wurde also natürlich von einem anonymen Pseudonym Erfinder, ja, Satoshi Nakamoto, dem Pseudonym Satoshi Nakamoto erstellt, jetzt kreiert. Es war in den ersten 2 Jahren dabei. Bitcoin war jetzt eine der 12 Jahre dabei. Es existierte, verschwand im Dezember 2010. Der Satoshi Nakamoto, seitdem gab es keine Kommunikation mehr und
Im letzten Jahrzehnt konnte Bitcoin als Netzwerk wachsen und sich weiterentwickeln. So etwas wie eine Hive-Mind-Mentalität, die die Menschen einbringen. Und es gibt eine Art Meritokratie, wo nur die besten Ideen umgesetzt werden und alles ein hohes Maß, eine Kontrolle oder gegenseitige Kontrolle unterliegt, wenn man es mit etwas vergleicht, das eine zentrale Galionsfigur oder ein Fundament hat, bekommen diese zentralen Machtpunkte oft eine große Bedeutung, selbst wenn sie keine direkte Kontrolle haben, sagen sie, und es wird, als würden sie in diese so eine Art gottähnliche Position erhoben, so, wo wenn sie sagen, spring, das Protokoll daran arbeitet, sagt, wie hoch. Und ein gutes Beispiel dafür ist wieder einmal Ethereum. Ja? Sie haben Vitalik Buterin, den sogenannten Schöpfer, den sie haben, Ethereum Foundation, mehr oder weniger, was sie sagen, ist, was weitergehen wird, also was sie sagen, was in das Protokoll implementiert werden soll. Das gleiche gilt für XRP, umso mehr, weil es im Wesentlichen von Ripple Labs erstellt wird und das Unternehmen einfach alles tut. Sie halten es für richtig, dass es einfach so läuft, ja. Und Litecoin vielleicht etwas weniger, aber noch steht der Gründer, Charlie Lee, ganz vorne und im Mittelpunkt oder ist einmal. Und Sie wissen, wenn er eine bestimmte Meinung darüber hat, wie die Dinge laufen, können Sie sich dessen ziemlich sicher sein. Es wird Auswirkungen auf die Art und Weise haben, wie das Protokoll im Laufe der Zeit weiterentwickelt, und diese zentralisierten Parteien sind Angriffsfaktoren, die Menschen dazu zwingen können, bestimmte Dinge zu tun oder sie dazu zu bringen, ihren Einfluss auf die Menschen, die an dem Protokoll arbeiten, insgesamt auszuüben. Das alles ist jetzt keine tolle Sache. Die Regeln müssen sich regelmäßig ändern. Denn wenn sich die zugrundliegenden Regeln, die das Netzwerk regeln, regelmäßig ändern, kann es trivial werden, etwas sehr Wichtiges wie die begrenzte Anzahl, absolut Limitierung an Münzenvorrat zu ändern. Wenn wir nachsehen, Ethereum ist ein perfektes Beispiel dafür, dass sie sogenannte reguläre Hardforks durchlaufen. Dabei handelt es sich um sogenannte Upgrades oder Änderungen am Protokoll, die nicht abwärts kompatibel sind. Das bedeutet, dass jeder, der das Protokoll und die Software ausführt, ein Upgrade durchführen muss, um Ethereum weiter zu verwenden oder, ja, oder zurückgelassen werden. Vergleichen Sie es mit Bitcoin. Es handelt sich um einen sehr konservativen Ansatz. Tatsächlich würde es Ihnen schwerfallen, überhaupt Änderungen durchzusetzen, die auch nur einigermaßen kontrovers wären. Nicht kompatibler. Also Hardfork ist ein nicht abwärtskompatibler Hardfork, der jemals auf den Markt gebracht wurde, weil die Menge an Koordination und Kontrolle, die notwendig wäre, um alle gleichzeitig zum Upgrade zu bewegen, einfach nicht da ist. Als würde man sagen, hey, ich habe es gebaut, ein Upgrade des Internets, aber es ist nicht mit dem alten Internet kompatibel. Sie können keine der alten Websites finden. Mit dem neuen Internet können Sie über das alte Internet niemanden kontaktieren. Aber ich habe es ein wenig verbessert und brauche es sich, um auf dieses neue Internet umzuschalten. Versuchen Sie alles dazu zu bringen, auf Internet 2.0 umzuschalten etwa. Ja, die Chancen stehen gut, dass es nie passieren wird. Wenn Sie also ein Netzwerk haben, das regelmäßig diese nicht abwärtskompatiblen Hardforks oder ja, zurückkompatible an den zugrundeliegenden Versprechen regelmäßig durchführt, können Sie sicher sein, dass eines dieser Versprechen heilig gehalten wird. Ich würde sagen, nein. Nummer drei hier, kann ich die Regeln prüfen und durchsetzen. Dies wird jetzt als Betrieb eines Knotens bezeichnet. Lassen Sie mich das hier kurz ansprechen. Ich habe eine Playlist herstellt, wie ein Bitcoin-Knoten zu betreiben ist, führt ein Bitcoin-Knoten effektiv eine Kopie jeder Transaktion aus, die jemals stattgefunden hat. Dadurch können Sie den Gesamtvorrat an Münzen, sagen Coins sehen und gleichzeitig eine Kopie aller Regeln ausführen, die das Netzwerk regeln. Das bedeutet, dass niemand Sie zwingen kann, die von Ihnen ausgeführte Software zu ändern. Wenn also jemand versucht, diese Regeln zu brechen oder diese Regeln zu ändern, wenn Sie einen Knoten betreiben, ignorieren Sie sie, was, ja, was er tut, und er hat keinen Einfluss auf die Bitcoin-Münze, die betreibt, die Sie verwenden. Und so ist das Betreiben des Knotens irgendwie so, als wäre es
nicht so, es geht über Demokratie hinaus. Es ist nicht so, dass sie jetzt für die beste Münze abstimmen, sondern dass sie sagen, dass dies die Münze und die Regeln sind, ja, die ich verwenden möchte. Und wenn es dir nicht gefällt, Pech gehabt, dann mache ich das nicht. Dann mache ich das so. Es wäre so, als würdest du bei einer Wahl wählen, unabhängig davon, wer gewonnen oder verloren hat, musst du dich an die Regeln der Partei halten, die du gewählt hast. Also ist es einfach die Frage, die ich beantworte, kann ich die Regeln überprüfen und durchsetzen, indem ich einen Knoten betreibe? Ist das eine einfache Aktion für mich jetzt Bitcoin ist? So, das gesamte Protokoll basiert darauf, also dies für jeden, der es immer wieder tun möchte. Ich habe Tutorials gemacht, um auf die Playlist verlinkt, aber es ist einfach eine Notiz einzurichten, also Shownote, Synchronisierung mit dem Netzwerk dauert etwas länger, aber man kann es sehr kostengünstig mit wenig oder minimalem Aufwand machen. Hardware überhaupt, könnten Sie es wahrscheinlich auf dem Laptop ausführen, indem Sie einfach ein Programm runterladen und selbst einen ganzen Bitcoin-Knoten ausführen. Auf diese Weise können Sie dann die Regeln durchsetzen und selbst prüfen, um sicherzustellen, dass die Anzahl der Bitcoin innerhalb der angegebenen Parameter bleibt, dass es immer nur 21 Millionen sein wird, können Sie überprüfen, ob mehr ausgegeben wurde, als ausgegeben werden sollte. Und wir haben ein Beispiel hier dafür im vergangenen September gesehen, an dem ich teilgenommen habe. Wir haben eine weitere synchronisierte Prüfung der Bitcoin-Blockchain gesehen und jeder, der wollte, war dabei. Ein Knoten hätte zu diesem Zeitpunkt einen einfachen Befehl eingegeben und eine Antwort darüber erhalten, wie viele Bitcoin zu diesem Zeitpunkt existieren und im Umlauf waren. Jeder war auf Twitter damals gab es eine Antwort, die er erhalten hat, und zwar allgemein, wir waren uns einig, dass wir alle gleich viele Leute haben, die versucht haben, dies auf Ethereum zu tun, und leider war es nicht, Überraschung, nicht so einfach. Jetzt hat Ethereum den Weg eingeschlagen, also zu diesem Zeitpunkt eine Menge Informationen auf die Ethereum-Blockchain zu übertragen. Was bedeutet, dass der Betrieb unerschwinglich teuer sein kann und wird. Im Knoten muss man darüber sehr, sehr gute Internetverbindung und eine Menge großartiger Hardware verfügen, um dies zu tun. Muss man in der Lage sein, mit dem Netzwerk Schritt zu halten, um die richtigen Antworten zu erhalten. Also technisch, die Leute anfingen herumzufragen, sagten, sie können es tatsächlich prüfen. Denken Sie selbst, die Antworten, die Sie zurückbekamen, waren alle unterschiedlich. Jeder bekam Antworten, weil die Software nicht richtig synchronisiert wurde, nicht wirklich mit dem Netzwerk selbst mithalten konnte. Und bis heute habe ich noch keine wirklich präzise Prüfung des Ethereum gesehen, von Ethereum gesehen, von der Blockchain oder Ethereum-Blockchain. Das wird mit der Zeit immer schwierig. Deshalb besteht die Idee bei Bitcoin darin, zu versuchen, die auf der Bitcoin-Blockchain gespeicherte Datenmenge zu begrenzen, damit sie für diese Prüfungen und für Personen, die die Regeln selbst durchsetzen möchten, zugänglich und dezentral bleibt. Andere Coins haben völlig andere Ansätze verfolgt und selbst wenn sie auf einigen von ihnen jetzt problemlos einen Knoten betreiben könnten, ja, also kann diese Funktion erneut unerschwinglich teuer und mühsam werden, wenn eines dieser Netzwerke eine sinnvolle Nutzung mehr Transaktionen und deshalb mag ich den Ansatz von Bitcoin selbst. Ja, lassen Sie uns hier weitermachen. Die andere Sache, die ich ansprechen wollte, ist, sagen wir, Sie hätten eine Münze, eine Coin, Sie alle Kriterien erfüllt, von denen ich erwähnt habe, dass sie dezentralisiert ist. Es gibt eine gute Obergrenze für die Anzahl der Münzen, mit denen Sie eine Notiz ausführen können. Alles scheint in Ordnung zu sein. Es wird in Zukunft nicht so viele Daten auf der schwarzen Blockchain geben. Sie vielleicht angegriffen oder kooptiert werden können. Denn wenn Sie all diese Dinge haben, wenn Ihr Netzwerk nicht robust und sicher genug ist, können Transaktionen trotzdem rückgängig gemacht und kooptiert werden. Schauen wir uns also jetzt ein paar Beispiele dafür an. Das erste ist als Engel 2017 versuchen, dies mit Bitcoin zu tun. Es war als SegWit2x bekannt, 50 der größten bestehenden Bitcoin-Unternehmen, die zu diesem Zeitpunkt den größten Teil der Branche ausmachten, und 80 der Miners, die das Netzwerk tatsächlich sichern, versuchten, eine nicht abwärtskompatible Änderung durchzusetzen oder rückwärtskompatibel, die das Netzwerk anpassen würden. Die Datenmenge, die auf der von uns besprochenen Blockchain durchlaufen würde, könnte, wenn es einen Präzedenzfall gäbe, für die Leute mühsam werden, ihre eigenen Notizen zu machen. Und sie versuchten auch mitten in diese Veränderung eine Macht durchzusetzen. Sie spielt damit, dass ihre eigenen Entwickler installieren könnten, die es ihnen ermöglichen würde,
in Zukunft einfache Änderungen am Bitcoin-Protokoll vorzunehmen. Großes Warnsignal, ja. Nur was passiert ist, war erstaunlich. Nun, was war völlig beispielslos, Personen, die ihre eigenen Knoten, also Nodes, betrieben, haben sich abgemeldet. Sie haben sich diese Änderungen angesehen und gesagt, hören Sie, das ist auf lange Sicht nicht gut. Und sie haben sich im Grunde der gesamten Branche gestellt und gesagt, wir werden diese Software nicht betreiben. Das tun wir einfach nicht. Und außerdem gab es einige Terminmärkte, auf denen die Leute das spekulieren über den Preis dessen, was sich aus diesen beiden unterschiedlichen Netzwerken gegeben würde und über den Preis, der sich bei all diesen Unternehmen und all diesen Miners ergeben würde. Am Ende hatten all diese Miner einen prognostizierten Wert von etwa ein Viertel eines Bitcoins. Also waren es die Investoren. Das Festhalten dieser Münze hätte effektiv zu einem Verlust von 75% ihres Wertes zu diesem Zeitpunkt geführt. Und so hat praktisch die gesamte Branche in letzter Minute nachgegeben und sich dem Willen von Einzelpersonen unterworfen, die sich für das einsetzen, woran sie für Bitcoin geglaubt hatten und haben, was erstaunlich ist. Nun ist es wahrscheinlich, es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei den Minern um diejenigen handelt, ihre Rechenleistung freiwillig zur Verfügung stellen, um Transaktionen zu überprüfen oder vielmehr zusammenzustellen und sie den Leuten zu präsentieren, die Knoten betreiben und sagen, hey, ich habe diese Transaktion zusammengestellt. Und ich sichere das Netzwerk, ja. Und ich glaube, dass all dies innerhalb der Regeln liegt und werfen Sie einen Blick darauf, bestätigen Sie dies. Und Miners, die das tun, werden mit Transaktionsgebühren im Bitcoin-Netzwerk, im neu geschaffenen Bitcoin belohnt, obwohl diese mit der Zeit abnehmen, um innerhalb des von den Minern geschützten Limits zu bleiben, das Netzwerk und das zu verhindern, dass es kooptiert wird und, dass Leute herumalbern, versuchen, Transaktionen rückgängig zu machen. Ja, mit einem großen dezentralen Netzwerk, das unerschwinglich teuer wird, wenn man versucht, Transaktionen zu blockieren, zu versuchen, sie zu zensieren, sie zu rückgängig zu tun, das würde eine Transaktion rückgängig machen, die jemand jetzt stattfinden lassen wollte, wenn sie bemerken, dass dies ein Diagramm der Bitcoin-Hashrate ist, das Maß für die Rechenleistung, die das Netzwerk sichert. Und die stetig geblieben ist, in der Tat können Sie es nicht einmal sehen. In den frühen Jahren ist es exponentiell gewachsen. Es ist riesig. Die Menge an Konkurrenz macht es erstaunlich, wenn man unten bemerkt, dass es tatsächlich einen anderen Hash gibt. Ich glaube, es ist Bitcoin Bargeld, wie Bitcoin Bargeld. Und also der Rest ist vernachlässigbar, wenn man Dinge wie Ethereum und andere einbezieht, Litecoin, bla bla bla, also diese Shitcoins, Ethereum Classic, einige dieser anderen Münzen haben ihren Hashrate nicht einmal gemessen. Sie werden nicht einmal in diesem Diagramm registriert, sodass sie nicht einmal annähernd im gleichen Bereich sind. Und was passieren kann, wenn sie nicht nur, also wenn sie ein robustes Netzwerk mit der größten Rechenleistung, die es unterstützt, kann es einen 51% Angriff erleiden. Das bedeutet, dass jemand, der in der Lage ist, 51% der Rechenleistung zu erhalten, die das Netzwerk sichert, herumbasteln kann, wenn er darum kommt, bei mehr als 51% können Sie beginnen, Transaktionen rückgängig zu machen oder doppelte Ausgaben zu tätigen und strategisch zu versuchen, Geld zu stehlen. Und das ist in der Vergangenheit schon oft vorgekommen. Ja? Münzen wie Verge, Ethereum Classic, Bitcoin, Gold, Fettecoin, Wertcoin, all diese Ableitungen, ja. Bei diesen Angriffen sieht es typischerweise so aus, dass jemand einen großen Prozentsatz der Mining-Leistung im Netzwerk erlangt und eine große Transaktion, egal um welche Münze es sich handelt, Börse sendet, wo es sie gegen etwas eintauscht, das weniger umkehrbar oder irreversibel ist, wie etwa Bitcoin, da reversiert und nehmen sie dann das Geld von der Börse, damit sie beispielsweise Wertcoin eingesetzt, was auch immer für ein Coin, dann gegen Bitcoin eingetauscht und abgehoben. Sie können dann einen 51% Angriff auf Wertcoin ausführen, so machen, als hätten Sie diese Münze nie an die Börse geschickt. Also die Börse hat möglicherweise Millionen von Dollar verloren und das haben wir immer wieder gesehen. Es ist, als hätten Sie das Geld überhaupt nicht erhalten, aber zu diesem Zeitpunkt hätten Sie Bitcoin verschenkt. Die können viel tun, wenn sie mit viel dieser Münze zu tun haben und das ist ein großes Problem, das bei unsicheren Münzen auftritt, die nicht über die Hashrate verfügen, um den Betrag zu unterstützen. Dies ist eine Website namens crypto51.gov und sie zeigt tatsächlich, wie viel Meinungsleistung sie für ein gesamtes Netzwerk mieten könnten. Einige davon sind weit
über 100.000. Sie könnten also ein Vielfaches der Menge an Rechenleistung mieten, die das Netzwerk sichert. Und hier steht, wie viel diese Münzen sie kosten würde. Es würde sie $25 pro Stunde kosten, das Netzwerk vollständig zu kooptieren. Das ist alles mietbare Rechenleistung, sodass sie die Kette effektiv umkehren und tun können, was immer sie wollen. Und sie sehen können, dass viele dieser Münzen, diese Coins im Grunde genommen ein Potenzial haben, für so gut wie nichts angegriffen werden. Also ja, es ist ein riesiges Warnsignal. Es ist sehr beängstigend, es ist gut möglich. Und es passiert tatsächlich. Und deshalb wollte ich hier noch ein paar andere Dinge ansprechen, nur um das Ganze abzurunden. Jetzt komme ich noch einmal auf die Idee zurück. Was wäre, wenn man mit Bitcoin alles, was wir bisher besprochen haben, perfekt nachbilden könnte? Was wäre, wenn es gut kopieren könnte? Es gibt einen großen Artikel von Parker Lewis auf dem Unchained Capital Blog mit dem Titel Bitcoin kann nicht kopiert werden, auf den ich verweisen möchte. Etwas, das das Intranet oder Intransient Minority oder Minderheitsregel genannt wird. Und das bezieht sich auf ein Werk eines Autors namens Nassim Taleb. Ich werde nur ein wenig vom Ende dieses Artikels lesen. Die Minderheitsregel, die Nassim Taleb beschreibt, schreibt, wie sehr eine kleine, unnachgiebige Minderheit kann der Mehrheit ihre Präferenz aufzwingen, indem sie dies als Minderheitenregel bezeichnet und erklärt, warum der Intoleranteste gewinnt. Bitcoin ist ein Währungssystem. Währungssystem ist ein perfektes Beispiel für dieses Phänomen. Wenn eine sehr kleine Minderheit Überzeugung zustimmt, dass Bitcoin dies getan hat, dann hat es überlegene monetäre Eigenschaften und die werden ihre Form der digitalen oder traditionellen Währung nicht als Geld akzeptieren, während weniger überzeugte Marktteilnehmer sowohl Bitcoin als auch andere Währungen akzeptieren. Die intolerante Minderheit gewinnt. Genau das passiert im globalen Wettbewerb um die Vorherrschaft der digitalen Währung. Eine kleine Minderheit, die Marktteilnehmer haben festgestellt, dass nur Bitcoin realisierbar ist, indem sie die monetären Eigenschaften aller anderen digitalen Währungen abgelehnt haben, während die Mehrheit bereit ist, Bitcoin zusammen mit dem Feld zu akzeptieren, da die Minderheit aufgrund ihrer Unnachgiebigkeit der Mehrheit in der Welt der Beziehung digitale Währung langsam ihre Präferenz aufzwingen, indem sie das Feld auswählen, ist das gleichbedeutend damit, dass sie die Menge oder die intolerante Minderheit entscheiden lassen, wie hoch das wird. Ja, werden sie sich mit einem Bruchteil dessen abfinden, was sie sonst gespart hätten. Also bewerten Sie den Kompromiss und berücksichtigen Sie die Minderheitenregel, bevor Sie hart handeln. Verdienter Wert für einen Flyer, Geld wächst nicht auf Bäumen und was Parker Lewis meint, ist, wenn Sie sich Börsen ansehen, digitale Währungsbörsen, haben Sie viele gesehen, die keine Bitcoin also ja, akzeptieren, haben Sie wahrscheinlich noch keine gesehen, oder? Haben Sie viele gesehen, die bestimmte Altcoins nicht akzeptieren? Was ist mit Händlern, die tatsächlich digitale Währungen als Zahlungsmittel akzeptieren? Haben Sie welche gesehen, die sich geweigert haben, Bitcoin zu akzeptieren? Haben Sie welche gesehen, die außer Bitcoin wahrscheinlich auch noch anderes als Bitcoin akzeptiert haben? Wenn dieses Netzwerk wächst, kommt es zu diesen Netzwerkeffekten, bei denen jeder eine Sache akzeptiert und einige Leute andere Dinge akzeptieren. Wenn Sie also darüber nachdenken, woran Sie festhalten möchten, was am Verkauf fixen ist, was wird auf der ganzen Linie am nützlichsten sein, wenn Sie wissen, dass Sie kein so großes Problem haben werden, in welches Sie ausgezahlt werden möchten. Wenn Sie das nehmen, da das von einem kleinen Prozentsatz akzeptiert wird von Menschen, oder Sie werden diejenige nehmen, die grundsätzlich auf der ganzen Linie produktiv ist. Wohin werden Sie Ihre Ersparnisse stecken? Woran werden Sie langfristig festhalten? Nun, die gesamte Branche, was ich hier ansprechen wollte, dass es viele Leute gibt, um das Ganze abzurunden, viele Leute bezeichnen Bitcoin als zu langsam oder zu teuer und zu schwerfällig. In der Hauptkette ist es mit der regulären Bitcoin-Transaktion teurer und teurer. Ja, ist es langsamer als einige andere Kryptowährungen. Ja, das sind natürlich die Kosten dafür, es gut zugänglich zu halten, um die gesamte Kette selbst zu überprüfen und ausführen zu können, um sicherzustellen, dass keine Zentralisierung erfolgt. Sie können jedoch Netzwerke auf Bitcoin aufbauen, die eine sofortige und nahezu vollständige Bereitstellung ermöglichen. Kostenlose Transaktionen, solches Netzwerk ist das Lightning-Netzwerk, ja,
jetzt der jeder nutzen kann. Ich habe Videos darüber gemacht, wie man das Lightning-Netzwerk ohne Verwahrung nutzt, ohne Selbstverwahrung, so dass sie immer noch Bitcoin behalten, die sie aber schnell nutzen können. Wenn Sie also neugierig drauf sind und immer noch den Anwendungsfall haben, diese schnellen und günstigen Transaktionen zu benötigen, empfehle ich Ihnen dringend, sich meine Lightning Network Wiedergabeliste anzuschauen, Playlist, dann werden Sie diese Funktionalität benötigen. Ist sie für Sie da, wenn Sie sie benötigen? Und ja, und schließlich wollte ich euch über ein weiteres Video über die Konsequenzen einer Diversifizierung in Altcoins, Shitcoins informieren, damit wir herausgefunden haben, warum Bitcoin tendenziell an der Spitze bleibt und wie hoch dieser Wert ist. Und im Moment zeigt sich das sehr deutlich. Der Menschen schätzen Bitcoin als eine Möglichkeit, Vermögen für die Zukunft aufzubewahren und anzuspannen. Sie versuchen, aus dem Hamsterrad herauszukommen, ihr Geld für den Ruhestand anlegen zu müssen, und stattdessen versuchen wir, ein neues Geld ja, zu erschaffen, Renaissance in Richtung des neuen Zeitalters, wie wir es mit dem Goldstandard hatten, aber dieses Mal ohne die Mängel, ohne die Defizite des Goldstandards, tauchen einige Leute in das Reich der Spekulationen auf alle Münzen ein. Ich habe darüber im Laufe der Jahre ich habe einen Blog darüber geschrieben, was sind auf lange Sicht die Konsequenzen dieser Netzwerkeffekte von Bitcoin und die Konsequenzen, wenn man an einigen dieser Altcoins festhält oder Shitcoins. Und ich schlüssele es tatsächlich mit Tabellenkalkulationen, realen Zahlen auf, die darauf basieren, ob sie eingestiegen sind, also ob es 2017 etwa Aufregungen gab, nicht etwa im Top, aber eher in der Mitte des Jahres, etwa wenn die Dinge, wie Sie wissen, die meisten Leute bemerkt hätten, als der Durchschnittsmensch anfing, Bitcoin und einige der anderen Alternativen daraus zu bemerken und den gleichen Denkprozess hatte wie sie, dass es nicht etwas Besseres geben wird, dass es ersetzt werden würde. Das haben wir heute versucht festzustellen. Nun, ich ermutige sich, das Video anzuschauen. Schauen Sie sich Video an, finanziellen Konsequenzen dessen zu sehen, was Ihnen passiert wäre, wenn Sie sich unseren guten Freund Brian Kelly bei CNBC, wenn sie so diversifiziert hätten und in seinem Segment, sein berühmtes, jetzt berühmtes oder berüchtigtes Segment ermutigt hätten. Ich empfehle euch dringend, das anzuschauen. Also zum Schluss denke ich, was ich hier sagen möchte, ist, dass wenn Leute sich zu Bitcoin neigen, tendieren, dass es nur ein Missverständnis gibt, dass es engstirnig ist, die sie einfach haben. Ich möchte mir nichts Neues hier ansehen, aber meiner Erfahrung nach war es tatsächlich eine sorgfältig durchdachte Position. Ich weiß, warum sie geschaffen wurde. Ich kenne die Probleme, die sie löst. Ich weiß, was erforderlich ist, um diese Probleme weiterhin zu lösen. Und das weiß ich sogar. Die kleineren Probleme wie schnelle und günstige Transaktionen können mit genügend Geduld angegangen werden. Die Technologien sind schon da, ohne auf diese anderen Dinge verzichten zu müssen. Und es ist also nicht so, dass ich mich weigere, Altcoins und Shitcoins anzukennen, oder dass die Leute sich weigern, alle Coins anzukennen, aber dass sie nach, wie Checkliste, ja, ist Bitcoin das Einzige. So, jetzt verstehen Sie, warum Sie all diese sogenannten Kryptowährungen, Altcoins, Shitcoins, wirklich absolut vermeiden sollten. Denn Sie wollen ja etwas ansparen, Sie wollen etwas aufbauen, Sie wollen ein Geld haben, das in Kaufkraft exponentiell ansteigt. Und nur Bitcoin hat all diese wirklich perfekten monetären und technologischen Eigenschaften. Sei es ist zensurresistent, wirklich dezentralisiert, wirklich nicht konfiszierbar, wirklich ein absolut Limit, ja, ein absolut begrenzt mit 21 Millionen. Und man kann es selber verifizieren, selber authentifizieren, selber all das machen, ja. Und man kann eben nicht die Regel einfach ändern. Da gibt es einen ganz schwierigen, langen Prozess, schon einen Grund, warum Bitcoin eben so zäh, so langsam, so primitiv, so schwerfällig und so, ja. Aber das ist eben auf der On-Chain, auf der Basis, auf der fundamentalen Wurzelschicht so. Aber alles andere, wenn es sozusagen um Kosten und Geschwindigkeit und als Tauschmittel geht und so, ja, dafür gibt es L2, L3, Lightning Network. Das wird jetzt gerade und wurde auch und wird jetzt noch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit aufgebaut. Und dafür gibt es eben das Lightning Netzwerk und eben, ja, und die Selbstverwahrung, Verwahrungsmöglichkeiten sind es, also vor allem die Simplizität, ja, die technische Simplizität ist im Grunde genommen so, also alles viel einfacher geworden als vor vielen, vielen Jahren noch. Ja.
Also es gibt nur ein Geld und das ist wirklich, was sich die Menschheit nur erträumen hätte können. All diese Eigenschaften hat Bitcoin, ja. Angefangen, wie ich sage, mit der absoluten Begrenztheit oder ein absolutes Limit von 21 Millionen. Der letzte Bitcoin bis zum Jahr 2140 gemeint. Ein Bitcoin ist teilbar, 100 Millionen Satoshis. Ja, man braucht keinen ganzen Bitcoin. Ja, es reicht, wenn du, weiß nicht, wenn sie um 10 Euro, 10 Dollar, ja, ein Bruchteil, ein Bruchteil, ein Bruchteil, ja, ein Bruchteil eines Bitcoin kaufen, das einfach nur halten, Selbstverwahrung, ja, mit dem eigenen, weiß nicht, Hardware Wallet oder zunächst mal auf einem Mobile Wallet, Selbstverwahrung. Aber es hat all diese Eigenschaften und deshalb ist es auch Gold auch daran gescheitert, eben aufgrund der Physikalität, aufgrund, dass man es nicht, ja, man kann sich unmittelbar verifizieren, authentifizieren, schwer zu transportieren, schwer zu sichern, etc., etc., etc. Gut, mein Name ist Kevin Davani, ich bin der Host der Davani Connection Show und freue mich auf euer Feedback und bitte folgt mir auf ja, Telegram, LinkedIn, Twitter, X, Instagram, YouTube vor allem, bitte abonnieren und freue mich schon auf die nächste Session. Tschüss.